Es waren einmal ein Pferd und ein Hirsch, die sich darum stritten, wer das süße Gras auf einer Wiese abweiden durfte. Dem Hirsch gelang es, das Pferd mit einem scharfen Geweih zu verscheuchen. Doch das Pferd schwor Rache. Das Pferd bat einen Jäger, ihm bei seiner Rache zu helfen. Und der Jäger sagte, er müsse es reiten, um den schnellen Hirsch einzuholen. Auf das Tier aufgesessen, gelang es dem Jäger, den Hirsch mit einem perfekten Schuss zu erlegen. Das Pferd war zufrieden, dankte dem Jäger und bat ihn, Sattel und Geschirr abzunehmen. Aber der Jäger hörte nicht auf das Pferd und von diesem Tage an war es gezwungen, ihm zu dienen. Und die Moral? Der Preis der Rache ist meist der Verlust der Freiheit.